سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا أما بعد Wir starten direkt das Video بإذن الله. Es geht diesmal um den Coronavirus. Ja, der sich ausbreitet weltweit und die Menschen machen einfach Panik und wissen gar nicht mal, was sie tun sollen, ja, an was sie glauben sollen und machen Panik. Und darüber werden wir inshallah ein Statement abgeben. Bevor ich das Thema eröffne, will ich einfach eine Sache klarstellen. Und zwar, der Islam ist monotheistisch geprägt. Das bedeutet, dass man daran glaubt, nicht nur in Worten, auch mit Taten, dass alles Allah tabaraka wa ta'ala erschaffen hat. Dass er alles erschaffen hat. Und zwar alles, was auf der Erde ist, was im Himmel ist und was dazwischen ist, wurde von Allah so gewollt erschaffen. So gewollt erschaffen. Ich will über den freien Willen gar nicht sprechen, ja, weil natürlich hat der Mensch immer noch die freie Wahl, weil Allah hat auch den freien Willen erschaffen, dass der Mensch selber entscheiden kann, was er jetzt aussuchen will. Aber darüber geht es gar nicht heute. Heute geht es einfach nur darum, dass den Menschen klar wird, das Schlechteste von allen Schlechtesten mit Allahs Willen erschaffen. Mit Allahs Willen da. Das Beste von den Besten ist mit Allahs Willen da. Ohne Allahs Willen gibt es hier auf der Erde und Himmel und was dazwischen ist, nichts. Nada. 0,0. Das sollte euch erstmal bewusst werden. Ja? Das ist Monotheismus, weil wie gesagt, der Islam ist wirklich auch nicht nur mit Worten monotheistisch geprägt, sondern auch mit Taten. Sehr wichtig. Und eine Sache macht uns, also wenn wir Corona denken, da wird mir erstmal, mir wurde erstmal eine Sache immer, wird mir immer klargestellt, also klar gemacht. Und zwar, dass der Mensch schwach erschaffen ist. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, خُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا خُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا Der Mensch ist schwach erschaffen. Der Mensch ist einfach schwach erschaffen. Eine Sache, was er gar nicht sieht, eine Sache, was kleiner ist als er, und zwar Virus, ja, das Virus, der kann ihn einfach was machen? Dafür sorgen, dass sein Leben ihm weggenommen wird. Dass die Menschen Panik machen. Durch einen einzigen Virus kann der Mensch was sein? Der Mensch kann sterben. Der Mensch macht Panik. Er bekommt Schock, Angst, ja, und weiß nicht mehr, wie er weiterleben soll. So weit geht er. Er geht sogar Vorräte besorgen, räumt die Regale leer, weil er einfach so verzweifelt ist und so eine Angst hat, dass er denkt, dass er verhungern wird. Am nächsten Tagen oder so, ja, dass er irgendwie kein Essen mehr, nicht mal an Essen rankommt. So verwirrt wird der Mensch. Durch was? Durch eine Sache, was Allah tabaraka wa ta'ala erschaffen hat. Durch eine kleine Sache, was er nicht mal sieht. Viren, die so gut wie unsichtbar sind. Ja, wenn man die nicht mit klaren Augen sieht. Ja? Und überlegt euch mal, wie schwach der Mensch ist. Und das ist die Erinnerung, wenn wir diese Viren hören. Wo ich Coronavirus gehört habe, habe ich gedacht, subhanallah, die Menschen, was für eine Panik die machen. Ja? Und was machen die Menschen noch? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا Ja, der Mensch ist voreilig, voreilig. Deswegen versucht er einfach was? Panik zu machen, ja. Deswegen weiß er gar nicht mehr, was er machen soll. Weil er ist ein Gewohnheitsmensch irgendwie auch. Ne? Der ist ja gewohnt, arbeiten, gehen nicht. Auf einmal kommt Coronavirus und denkt so, was soll ich jetzt machen? Und dann kriegt er Schock. Und durch was? Durch eine Sache, was viel kleiner ist als er. Durch eine Sache, die man nicht mal richtig sieht, ja.
Also, das ist unglaublich, was man erkennt, wie Allah subhanahu wa ta'ala recht hat, dass der Mensch schwach erschaffen ist. Ich meine, die Menschen bauen Häuser, Gebäuden, die machen Paläste, Flugzeuge, Waffen und was weiß ich was. Alles, ja. Die versuchen mit ihrem Verstand, was Allah subhanahu wa ta'ala wiederum denen gegeben hat, ja, bauen die diese ganzen Sachen. Und trotz allem kommt ein Virus und auf einmal ist Panik. Und man weiß nicht mehr, was man machen soll. Erstmal das. Zweitens ist sie so, das Coronavirus, ja, da gibt es Symptome, wo man halt erkältet wird und so weiter, wo man auch behandelt werden kann durch die Symptome. Das heißt, wenn man eine Erkältung hat, heißt es nicht gleich, wenn man Coronavirus hat, dass man sterben wird. Man kann trotzdem dagegen was tun, immer noch, ja, mit Medizin und so weiter. Und zweitens, dass man das vielleicht übertreibt, weil wir hatten schon so viele Epidemien gehabt, ja, zum Beispiel BSE, ja, dann hatten wir Vogelgrippe gehabt, dann dieses SARS-Epidemie, ja, das ist auch bekannt, das ist auch sehr ähnlich, ja, mit Coronavirus. Und auch jetzt 2017, Winter, hatten wir gehabt Vogelgrippe, nicht Vogelgrippe, komme ich auf Vogelgrippe, und zwar wegen Grippe. Ja, da sind in Deutschland allein 25.000 Menschen gestorben. Es war Winter 2017 bis 18. Ich kann mich gut erinnern, weil meine Mutter ist ja auch im Februar gestorben wegen der Grippe. Ja, es war Februar 2018 gewesen. Und es sind 25.000 Menschen allein schon in Deutschland gestorben. Man hat nicht so viel Aufwand gemacht. Man hat nicht mal kaum was darüber gehört. Nicht mal Nachrichten, gar nichts. 25.000 Menschen in Deutschland allein durch eine Grippe. Auch durch Viren sind so viele gestorben. Und jetzt bei Corona macht man sich natürlich mehr Gedanken, mehr Sorgen, vielleicht auch zu Recht, ich weiß es nicht, aber man sollte nicht diesen Panik machen, dass man Vorräte besorgt und dass man jetzt schon mal einkaufen geht und versucht, da die Nudeln, die aus Italien kommen, zu kaufen, wo das Virus auch verbreitet ist. Und dann ist Reis aus China, ja, wird auch ausverkauft, ja. Die haben die ganzen Viren, Allahu alam, vielleicht sogar schon zu Hause bei sich. Allah, ich will jetzt niemandem Angst machen, aber Spaß zur Seite jetzt, trotz allem die Vorräte, so eine Panik zu machen. Und es ist wirklich nicht schlau, nicht schlau, ja, dass man so auf diese Art und Weise reagiert. Dann werden Sachen verbreitet im Internet. Fake News über WhatsApp beziehungsweise über soziale Medien, über WhatsApp. Ja, man sollte aufpassen, man sollte Vorräte besorgen, man sollte so und so, so und so dies machen, man sollte nicht mal zu Juma gehen, nicht mal beten gehen, Juma zusammen und so. So ein Quatsch. Ja, so, wie kann man so eine Fetwa geben? Glaubt an diesen Müll gar nicht. 0,0. Ja, das ist einfach, ja, das ist stupid, das ist einfach bescheuert, dumm, ja, sage ich ganz ehrlich, wenn man daran glaubt. Man sollte nicht so naiv sein, so leichtgläubig sein, Corona, ja, dass man gleich direkt sagt, okay, man weiß nicht mal, wo die Nachricht herkommt, ja. Die Nachricht ist pseudonym, man kriegt irgendwo eine Nachricht, irgendeine Audioaufnahme und irgendwelche Texte und so weiter werden überall hingeschickt. Also wirklich, verschiedene Kreise. Leute, die sich gar nicht gegenseitig kennen, haben diese Nachrichten bekommen. Unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Das ist so, wie wenn man sagt, ja, bei Lidl sollte man jetzt am Wochenende nicht einkaufen gehen, das Geld geht an Juden. Solche Nachrichten, solche Nachrichten werden gerade verbreitet. Und dass leider, 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 leider die Muslime so schnell daran glauben, das ist wirklich traurig. Ja. Ich meine, die Viren sind sowieso schon bei uns zu Hause. Guckt euch mal die ganzen Ex-Muslime an, die ganzen Missionare, was für Sachen die verbreiten. Ja, da sollte man schon normalerweise, da sollte man weit weg sein. Ja, da sollte man diese Sachen nicht eröffnen, Videos angucken. All diese Leute, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber auf jeden Fall sind die zu naiv und leichtgläubig und glauben an jeden Müll. Also allein die Nachrichten, wo die herkommen, ja, das ist wirklich, das ist pseudonym. Man weiß nicht, wo die Nachrichten herkommen. Dass man so eine Fetwa gibt, dass man Juma nicht mal beten soll, dann fragt man, wer hat das denn gesagt, wer hat das denn berichtet, wer hat es denn geschrieben, ja, dann weiß man gar nicht, wer das geschrieben hat, ja, die sagen auch ohne Namen, bewusst auch, absichtlich, weil die ganz genau wissen, wenn das dann nicht vorkommt, dass sie dann ihren Gesicht nicht verlieren, ja, und das ist natürlich nicht islamisch. Verschwörung ist anti-islamisch, bitte daran merken. Verschwörung ist der Feind des Islam. Der Islam geht nur nach Beweisen. Der Muslim, der Mu'min, der Gläubige sollte nur nach Quellen gehen, nur nach Beweisen gehen. Und Verschwörung ist das Gegenteil. Weil du wirst durch die Verschwörung wirst du verrückt werden. Du wirst in die Irre gehen. Du wirst auf den falschen Weg gehen. Du wirst selbst
Mordgedanken vielleicht sogar haben, weil du nicht mal weiterkommst, weil du denkst, es wird dir alles weggenommen, ja, und so weiter und so fort. Deswegen, Verschwörung ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man Beweise hat, wenn man Quellen hat, ja, wenn man das nicht hat, dann nein. Egal was es ist, spielt keine Rolle. Sollte man wirklich an Verschwörung gar nicht glauben. Und außerdem, wenn man jetzt die ganzen Vorräte, also wenn man so wirklich Vorräte besorgen will und die ganzen Regale leer räumt, ja, überall in ganzen Einkaufshäuser, dann ist man auch was? Egoistisch. Man öffnet die Türe für was? Für Bürgerkrieg. Man wird die Köpfe abreißen wegen Essen, wegen Trinken. So ein Quatsch. Es ist genug vorhanden. Und der Staat hat ja schon gesagt, wenn es denn wirklich am Ende der Fall sein sollte, dass keiner mehr rausgehen kann, dann werden wir dafür sorgen, dass man Haus für Haus auch das Lebensmittel, was man auch wirklich braucht, liefert. Deswegen sollte sich da keiner Gedanken machen. Ihr werdet nicht verhungern, ey. Ihr werdet wirklich nicht verhungern. Auch wenn Krieg wenn Krieg sein sollte jetzt dabei, auch dann sollte man nicht Vorräte jetzt irgendwie besorgen und lagern. Das heißt, auch nicht dann, sage ich ganz ehrlich. Ja, man sollte ein bisschen auf Allah vertrauen. Klar, jeder hat Verstand und so, aber sowas ist nicht islamisch. Dass man Vorräte besorgt, dass man die Kühlschränke voll macht, Lager voll macht, Räume voll macht, Zimmer extra mit Essen, Trinken voll macht. Und am Ende, wenn dann nichts passiert, dann ist alles abgelaufen. Und was macht man? Man schmeißt das Essen weg. Es ist dann wiederum Israf. Und nur durch eure Dummheit, eure Gedanken, falsche Gedanken, seid ihr darauf gekommen. Ohne Beweise, ohne Quellen, ohne nichts, weil nur irgendwelche Leute irgendwas gepostet haben, irgendwas behauptet haben, ohne Beweise. Und dazu, deswegen habt ihr eure Vorräte besorgt und am Ende müsst ihr das Ganze wegschmeißen, ja. Es gibt einige Geschwister, Brüder, zum Beispiel mein Bruder, der wollte was einkaufen gehen, jetzt am Wochenende. Der hat kein Mehl gefunden, der andere hat keinen Zucker gefunden, weil irgendwelche Idioten denken, dass sie verhungern werden. Dann Toilettenpapier war ausverkauft bei dem einen und den anderen gewesen, ja. Also ich habe einen Duschwitz, Alhamdulillah, ich brauche kein Toilettenpapier. Wasser reicht aus, ja, durch WC oder Leitungswasser brauche ich auch, also Wasser brauche ich auch nicht, weil ich Filterwasser zu Hause habe, Alhamdulillah. Aber trotz allem sollte man nicht auf diese Art und Weise reagieren und dann am Ende dafür sorgen, dass 30-40% der Umsatz einfach steigt, an diesen Tagen mehr als Weihnachten sogar. Ja, für den ganzen Monat Weihnachten, ja, kannst du dir vorstellen, das ist doch unglaublich, nur weil da Coronavirus, ja toll, schön und gut. Dann sagt der eine und der andere, Berlin wird evakuiert, ja, also unter Quarantäne gesetzt, komplett ganze Berlin, ja, sodass keiner mehr rausgehen kann, keiner mehr fliegen kann, nichts, ja, du bleibst in Berlin in deiner Wohnung, ja, komplett. Obwohl der Virus gar nicht mal in Berlin verbreitet ist. Ja, es hat hier in Berlin, glaube ich, so wie ich weiß, keiner bis jetzt. Allahu a'lam, vielleicht eine Handvoll, wenn auch. Ja, in Italien zum Beispiel sieht es anders aus. Ja, und da ist es ja nicht mal geschehen. Warum soll es jetzt in Berlin geschehen? Und sie sagen, das wird diese Woche noch passieren. Ja, also jetzt am Montag, Dienstag, Mittwoch soll es passieren. Sowas wird verbreitet und dann bringt man es so rüber, so ja, geht nicht zum Freitagsgebet und dies und das, so ein Müll. Glaubt an diesen Müll gar nicht. Klar, Coronavirus, man muss mal ernst nehmen. Man sollte die Hände waschen, desinfizieren, ja. Ist ja klar. Das sollte man auf jeden Fall tun. Ja, wenn man was bekommt, durch diese ganzen Egoisten, die da überall stürmen und alles ist ja mittlerweile schon so gut wie ausverkauft, habe ich gehört. Allahu a'lam, ob es überhaupt stimmt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jeder Laden jetzt ausverkauft ist. Aber auf jeden Fall, das kann man natürlich tun, klar. Ja, es ist ernst zu nehmen, aber ihr solltet wissen, nimmt den Islam auch ernst, nimmt den jüngsten Tag auch ernst. Wenn ihr heute stirbt, könnte sein, dass ihr in der Hölle seid. Wallahi billahi. Tallahi. Allah ist Zeuge. Bei Allah. Coronavirus ist im Gegensatz zur Hölle nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und jeder, der verleugnet, ja, die Shahada verleugnet, ja, an die Shahada nicht glaubt, aus dem Herzen aus, was ist Coronavirus? Ihr fürchtet vom Coronavirus, fürchtet den Tag, der kommen wird. 100%, da gibt es kein A, kein O, ja, da gibt es wirklich, da brauchen wir nicht viel zu reden, weil jede Seele wird den Tod kosten. Das ist ja klar, jeder Mensch wird sterben, eines Tages, ja, vielleicht durch Virus, durch Krankheit, durch natürlichen Tod, egal was, spielt keine Rolle, aber jede Seele wird den Tod kosten und glaubt mir, der jüngste Tag, wallahi billahi, das ist viel, viel schlimmer, gewaltiger als so ein Coronavirus. Da wird die aber Panik machen, auf
Diesen Tag sollte euch vorbereiten und nicht auf den Coronavirus.